Willkommen. Dieser Videobeitrag zeigt Ihnen, welche Überlegungen Rogers zu Lernen und Lernenden anbietet oder besser, welche Theorien er vorgelegt hat, die als Ausgangspunkt für eine systematisch lernendenzentrierte Didaktik gelesen werden kann. Rogers Gedanken zur Bedeutung des Lehrens nehmen einen in allgemeinen Didaktiken eher unüblichen Verlauf. Rogers schreibt in seinem Werk Lernen in Freiheit zum Thema Lehren und Lernen: Ich glaube nicht daran, dass jemals irgendjemand anderen Menschen irgendetwas gelehrt hat. Ich bezweifle die Wirksamkeit des Lehrens. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass jeder, der etwas lernen will, auch lernen wird. Soweit Rogers. Rogers beschreibt dazu zwei Hauptarten des Lernens. Die erste Art beruht auf dem Lernen von Unsinnssilben. Diese Art wird oft bei psychologischen Tests verwendet, in welchen die Versuchspersonen Silben wie Batz, Ent, Wull, Schwu, Lud lernen sollen. Das Lernen von Unsinnssilben ist eine schwere Aufgabe, denn sie ergeben keinen Sinn. Auch in Bildungs- und Erziehungsinstitutionen werden Lernenden oft Materialien vorgelegt, die dieselbe verblüffende, bedeutungslose Qualität haben wie die Liste der Unsinnssilben. Auch wenn das Material für den Lehrenden Sinn ergibt, erschließt sich dieser Sinn für Lernende nicht und der Stoff und die Aufgaben bleiben ein nutzloser Versuch, der keine persönliche Bedeutung hat, weil er nur den Intellekt betrifft. Gefühle und persönliche Bedeutungszusammenhänge werden so aus dem Lernprozess ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu gibt es so etwas wie signifikantes, bedeutungsvolles und auf Erfahrung beruhendes Lernen. Rogers Kernaussage ist, dass Lernende sich selbst bestimmen können, und so geht es bei Erziehung darum, Lernende in die Lage zu versetzen, sich selbst zu bestimmen. Diese und die folgenden Ideen und Leitlinien basieren auf einem Prozess der Transformation von psychotherapiewissenschaftlichen Erkenntnissen in die Beschreibung von Erziehung, Lehren und Lernen. Jedoch nur in dem Maße, in dem Interesse an Lernerfahrungen besteht, die funktional sind, etwas ändern und den Menschen und seine Handlungen durchdringen. Die erste Implikation für das Erziehungswesen ist, dass wir es den Lernenden erlauben, auf jeder Ebene in Realkontakt zu den relevanten Problemen ihrer Existenz zu kommen, sodass sie Probleme und Fragen wahrnehmen, die sie lösen möchten. Dieses bestimmte Verständnis von konstruktiven Problemen ist Ausgangspunkt für signifikantes Lernen. Signifikantes Lernen ist bedeutungsvolles Lernen, das die ganze Person in all ihren rationalen wie emotionalen Anteilen erfasst. Besondere Merkmale des signifikanten Lernens sind das persönliche Engagement des Lernenden, sein Gefühl des Entdeckens, des inneren Antriebs, der Eigenbewertung und des subjektiven Sinns. Als wichtigste Voraussetzung für signifikantes Lernen gilt Rogers die Motivation zum Lernen und Verändern, die der Selbstaktualisierungstendenz des Lebens selbst entspringt und das Lernklima, nämlich eine Atmosphäre, die durch Akzeptanz, Verständnis und Echtheit als Eigenschaften von Facilitatorinnen und Facilitatoren geprägt ist, ausmacht. Rogers Definition von Signifikantem oder auf eigener Erfahrung beruhendem Lernen beinhaltet folgende Faktoren. Erstens, es schließt persönliches Engagement ein. Die ganze Person steht sowohl mit ihren Gefühlen als auch mit ihren kognitiven Aspekten im Lernvorgang. Zweitens, es ist selbst initiiert. Sogar dann, wenn der Antrieb oder der Reiz von außen herrührt, kommt das Gefühl des Entdeckens, Hinausgreifens, Ergreifens und Begreifens von innen. Drittens, es durchdringt den ganzen Menschen. Es ändert das Verhalten, die Einstellung, vielleicht sogar die Persönlichkeit des Lernenden. Viertens, es wird vom Lernenden selbst bewertet. Er weiß, ob es sein Bedürfnis trifft, ob es zu dem führt, was er wissen will, ob es auf den von ihm erlebten dunklen Fleck der Unwissenheit ein Licht wirft. Fünftens, sein wesentliches Merkmal ist Sinn. Wenn derartiges Lernen stattfindet, dann ist in der gesamten Erfahrung alles enthalten, dass der Lernende Sinn darin erkennen kann. Mit dieser Theorie von signifikantem Lernen gibt Rogers den Lernenden besondere Aufmerksamkeit. Seine Ideen und Leitlinien für erzieherische Beziehungen bildet die Grundlage für Entwicklung im Bildungsbereich rund um das Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden zentrierte Lehren und Lernen
und stehen in klarer Opposition zu behavioristisch fundierten Didaktiken, die davon ausgehen, dass die Umgebung als aggregiertes Stimuli das Verhalten der Lernenden kausal bestimmt. Rogers denkt mit Blick auf die Lernenden über Lehren und Lernen nach. Er kommt zu der Aussage, dass noch nie ein Mensch einen anderen Menschen etwas gelehrt hat. Eine Lerntheorie, die auf Ergebnissen von Unsinnsilbenlernen basiert, also durch Lehren und Lernen von Zeichen und Wörtern ohne Bedeutung beruht, kann laut Rogers keine sinnvolle Grundlage sein. Rogers sieht Lernen als auf eigener Erfahrung beruhend. Nur so kann signifikantes Lernen geschehen. Entscheidende Merkmale von signifikantem Lernen sind persönliches Engagement, Selbstinitiative, Durchdringung des ganzen Menschen, Selbstbewertung und Sinnhaftigkeit der ganzen Erfahrung. Wenn Sie die Merkmale des signifikanten Lernens genau in den Blick nehmen, werden Sie sehen, dass auf den Lernenden selbst fokussiert wird. Es geht um die Erfahrung, die Initiative und das Engagement der Lernenden, wenn über die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen gesprochen wird und nicht um die Art der Vermittlung des Lehrenden. Aus diesen Gründen bildet Rogers Denken über Didaktik eine reiche Grundlage für progressive Überlegungen zur Schülerinnen- und Studierendenzentrierten Didaktik in Bildungs- und Erziehungsinstitutionen.